Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Stauvermeidung, das sind zentrale Forderungen der mobilen Gesellschaft von heute. Die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit der Verkehrsinfrastruktur, die sogenannte Vehicle-to-X-Kommunikation, wird den Verkehr von morgen sicherer und flüssiger machen. Der ständige Austausch von Informationen zur Verkehrssituation sowie die unmittelbare Warnung vor Gefahrenstellen wird in einigen Jahren ganz selbstverständlich zur Mobilität gehören und den Komfort und die Sicherheit der Menschen noch weiter erhöhen. Um das zu ermöglichen, hat sich das Forschungsprojekt Converge gegründet, bestehend aus 14 Partnern der Automobilindustrie, der Elektronik-, Telekommunikations- und Softwarebranche sowie aus der Wissenschaft und Straßenbetreibern, um ein System zu entwickeln, das den Anbietern und Nutzern von Diensten intelligenter Verkehrssysteme sowohl die technischen Möglichkeiten als auch den ökonomischen Rahmen bietet. Die Beteiligten haben sich vernetzt, um von 2012 bis 2015 mit einem Projektvolumen von ca. 18 Millionen Euro einen entscheidenden Beitrag hierzu zu leisten. Die Vorlage für kooperative Systeme des intelligenten Verkehrs liefert das Internet. Um unterschiedliche Systeme, Techniken und Organisationen zusammenarbeiten zu lassen, sind gemeinsame Schnittstellen, Regeln und Standards nötig. Diese zu schaffen, ist das Ziel des Converge-Projekts. Basierend auf Erkenntnissen vorausgegangener Forschungsprojekte wie Aktiv und SIMTD wird eine neue Kommunikations-, Dienste- und Organisationsarchitektur entwickelt. Converge integriert und erweitert verschiedene Kommunikationssysteme zur gezielten Informationsverteilung nach Geografie, Gruppen und Themen und das unabhängig von Zugangstechnologien und Nachrichtentypen. Hierzu definiert Converge eine Architektur, in der die Beteiligten miteinander interagieren und schlägt ein Regelwerk für die Organisation und den Betrieb vor, unter besonderer Berücksichtigung der Datensicherheit. Converge berücksichtigt sowohl technische als auch ökonomische Aspekte, um mögliche Hindernisse frühzeitig zu identifizieren und entsprechend zu beseitigen. Das Ergebnis ist ein Vorschlag für eine marktfähige Organisationsstruktur. Somit schafft das Forschungsprojekt eine Basis für die Organisation und den Betrieb eines koordinierten, offenen, erweiterbaren und dezentralisierten Vehicle-to-X-Systemverbundes. Das Besondere des Converge-Projekts ist die Gleichberechtigung von Technik, IT-Sicherheit, Organisation und Ökonomie, möglichst unter Verwendung bereits existierender Konzepte. Eine weitere Besonderheit offenbart sich beim Blick in die Zukunft, denn richtungsweisende Technologieentwicklungen, speziell im Bereich der Kommunikation, können leicht in die Converge-Lösung integriert werden. Dreh- und Angelpunkt des Converge-Projekts ist die Entwicklung einer offenen Kommunikationsarchitektur, die Informationen unabhängig von Standards aufgreift, verarbeitet und wieder an die Verkehrsteilnehmer zurückgibt. Im Wesentlichen besteht die gesamte Architektur aus 4 Ebenen. Über allem steht die Governance-Ebene, also die Verwaltungsebene. Hier werden die grundlegenden Regeln und Strukturen definiert, sowie deren Umsetzung und Einhaltung sichergestellt. Es folgt die Backend-Ebene, in der das Zusammenspiel von Diensten und Sicherheitskomponenten festgelegt ist und die Zusammenführung der unterschiedlichen Kommunikationsvarianten erfolgt. Die Netzwerkebene stellt das Bindeglied zwischen den mobilen Teilnehmern und dem Backend dar. Hier werden, aufbauend auf bereits bestehenden Standards, die Kommunikationsanforderungen möglichst effizient umgesetzt. Die Mobility-Ebene gestaltet die konkrete Versorgung der mobilen Verkehrsteilnehmer mit den Informationen, die individuell für eine intelligente Verkehrsführung nötig sind.
Und auch die Fahrzeuge senden permanent aktuelle und hochpräzise Mobilitätsdaten über Staumeldungen, Baustellenhinweise oder auch Gefahren wie Falschfahrer, die dann wiederum von anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden, für den sicheren und intelligenten Verkehr von morgen. Zum Aufbau der Architektur bedarf es innovativer Technologien. Diese zu entwerfen bzw. weiterzuentwickeln und dem gesamten Konsortium zur Verfügung zu stellen, ist eine der zentralen Aufgaben der Projektpartner. Im Service Directory beispielsweise können die Service Provider sowohl ihre Dienste anbieten als auch von anderen Teilnehmern gefunden werden. Vereinfacht könnte man sagen, es handelt sich hierbei um das Branchenbuch für Verkehrsdienste. Das Geo-Messaging ist notwendig, um Nachrichten, so zum Beispiel Warnungen vor Falschfahrern oder Unfallstellen, präzise in einem bestimmten Gebiet verbreiten zu können. So kommen die Informationen genau dort an, wo sie benötigt werden. Die Bridge-Funktionalität ermöglicht es, Nachrichten nach bestimmten Themen zu filtern, um sie vordefinierten Gruppen zukommen zu lassen. Dies können beispielsweise Verkehrshinweise oder freie Parkplätze für Lkw sein. Zur optimalen Verteilung der Nachrichten bedient sich Converge der hybriden Kommunikation. Das bedeutet, es werden Kommunikationssysteme wie der Mobilfunk und die Netze der Roadside Stations, also der am Straßenrand angebrachten intelligenten Funksysteme, miteinander kombiniert. Das Roadside Station Netz basiert auf dem ETSI ITS G5 WLAN Standard und ermöglicht den direkten Nachrichtenaustausch von Fahrzeugen untereinander oder zwischen Fahrzeugen und der am Straßenrand befindlichen Infrastruktur. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg und die Akzeptanz eines Projekts wie Converge ist der Umgang mit Fragestellungen der Datensicherheit und des Datenschutzes. Converge stellt hierfür eine einheitliche Ende-zu-Ende-Sicherheitsarchitektur zur Verfügung, die keine direkte Identifizierung der Teilnehmer ermöglicht, da Pseudonym-Zertifikate verwendet werden. Diese sogenannte pseudonyme Nutzung des Systems schützt die Privatsphäre aller beteiligten Personen und erlaubt zugleich nur Berechtigten den Zugang zum Systemverbund. Um sowohl die Architektur als auch die neu entwickelten Technologien in der Praxis prüfen zu können, wurden zwei Szenarien entwickelt, mit denen Beispiele für das flexible Informationsmanagement, die Schnelligkeit der bereitgestellten Informationen sowie die einfache und transparente Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationskanäle validiert wurden. Zum einen das Falschfahrerwarnsystem. In Deutschland gibt es jährlich ca. 2000 gemeldete Fälle, in denen ein Fahrzeug auf der falschen Fahrbahn unterwegs ist. Die meisten dieser Ereignisse sind bereits beendet, noch ehe einem Radiosender die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen. Die Vehicle-to-X-Kommunikation ist in der Lage, die Warnung zu beschleunigen, indem sie die Information über den aktuellen Falschfahrer unmittelbar an die betroffenen Verkehrsteilnehmer weiterleitet. Der jeweilige Straßenbetreiber stellt diese Informationen sofort den Service-Providern zur Verfügung und diese senden, sowohl über das Mobilfunknetz als auch mithilfe der Roadside-Stations, unmittelbar die Warnung an alle Fahrzeuge, die sich in der Nähe der Gefahrenstelle befinden. Der innovative Ansatz dieses Szenarios besteht darin, dass eine Weiterentwicklung der Anwendungen möglich ist, ohne dass aufwendige technische Grundlagen geschaffen werden müssen, da die Kommunikationsstrukturen bereits vorhanden sind. So kann ein flächendeckendes Netzwerk von Falschfahrerwarnsystemen geschaffen werden. Vom zweiten Validierungsszenario werden alle Unternehmen auf vielfältige Weise profitieren, die in den Logistikprozess eingebunden sind. Converge legt hierbei die Grundlage für kooperative Dienste durch eine flexible Vernetzung von Backends unterschiedlicher Content- und Service-Provider. Exakte Informationen über die genaue Ankunftszeit sind ein Schlüsselelement für reibungslose Abläufe. Zum Beispiel lassen rechtliche Vorgaben für Fahr- und Ruhezeiten und betriebswirtschaftliche Interessen den Fahrern und Eigentümern von Lkw nur einen begrenzten Spielraum.
Unvorhersehbare Verkehrsereignisse wie Staus oder eine aufwendige Parkplatzsuche können hier schon zu Problemen führen. Tritt nun während der Tour eine Störung auf, werden alle beteiligten Instanzen umgehend über die Änderung informiert und die neue Ankunftszeit wird, beispielsweise bei der Vergabe des Stellplatzes, berücksichtigt oder ein alternativer Parkplatz wird angeboten. Mit diesen beiden Praxiserprobungen wird unter anderem getestet, wie einfach und problemlos Service Provider in das Converge-System aufgenommen werden können und wie die Kommunikationsarchitektur weiter verbessert werden kann. Converge betrachtet und untersucht den zukünftigen Markt der intelligenten Transportsysteme. Ziel ist es, eine stabile und ökonomisch sinnvolle Architektur zu gestalten, um ein nachhaltiges, wirtschaftliches Zusammenwirken zu gewährleisten. Als Konsequenz werden Komponenten als verteilte Funktionen realisiert, damit auch ökonomisch unattraktive Aufgaben gemeinschaftlich getragen werden können. So wird das gesamte System stabilisiert. Converge ist als rollenbasiertes System konzipiert, sowohl ökonomisch als auch technisch. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität, da die Rollen, orientiert an den Systemfunktionen im Internet, von unterschiedlichen Akteuren gleichzeitig wahrgenommen werden können. Durch die Regeln und den technischen Lösungsansatz arbeiten alle Beteiligten kooperativ zusammen und Alleingänge sowie Abhängigkeiten, wie sie in der New Economy zu beobachten waren, werden vermieden. Converge berücksichtigt internationale Standards, so zum Beispiel offene Funkschnittstellen, und lässt eine dezentralisierte Organisation ganz bewusst zu, um nationale Gegebenheiten und Vorgaben integrieren zu können, mit Blick auf einen europaweiten Einsatz. Diese verteilte Architektur bietet die Möglichkeit, operative Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen und somit Abhängigkeiten von einzelnen Interessensgruppen so gering wie möglich zu halten. Converge ist ein offener Verbund, der keine Vorgaben für einen festen Teilnehmerkreis macht und auch nicht bestimmt, welche konkreten Dienste möglich sind. Teilnehmer und Dienste sind somit dynamisch erweiterbar, wenn sie den vorgegebenen Verhaltensregeln entsprechen. Das Forschungsprojekt Converge steckt Rahmenbedingungen für neue Geschäftsfelder in der Kommunikation rund um den Verkehr ab und erarbeitet Handlungsempfehlungen für neue Teilnehmer. Je mehr Straßenbetreiber und Servicedienstleister Informationen aus dem fließenden Verkehr gewinnen und weiterverarbeiten, umso wirkungsvoller wird die intelligente Verkehrsführung. Nutznießer sind neben den individuellen Verkehrsteilnehmern die Unternehmen, weil sie effizienter wirtschaften können. Die Gesellschaft, weil die Verkehrssicherheit erhöht und Prozesse verbessert werden. Sowie letztendlich auch die Umwelt, da die Belastungen reduziert werden. Converge, ein Forschungsprojekt für die sichere Mobilität von morgen.